Über die Afrikareise des Bundeskanzlers kann ich nun sprechen mit Karamba Diaby von der SPD. Er ist Vorsitzender der Parlamentariergruppe Westafrika des Bundestages. Guten Tag nach Halle. Schönen guten Tag. Also, der Bundeskanzler schon zum dritten Mal in Afrika unterwegs im Rahmen seiner Amtszeit. Er kümmert sich also intensiv um den schwarzen Kontinent. War es allerhöchste Eisenbahn, dass er jetzt sozusagen Nigeria, diesem großen, diesem wichtigen Land, seine Aufwartung macht? Ja, ich finde, dass nicht nur der Bundespräsident, sondern auch der Bundeskanzler, die Bundesregierung, mehrere Ministerinnen und Minister haben Afrika besucht, afrikanische Länder besucht in den letzten 2 Jahren. Das zeigt einfach, dass Deutschland der richtige Weg folgt, indem man wirklich Fokus und auf Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern legt. Das begrüße ich sehr, sehr, und das finde ich in beidseitigem Interesse ist das sehr wichtig für die Zukunft. Zusammenarbeit soll sich ja auch beziehen auf diese sogenannten Rückkehrzentren, von denen haben wir in dem Bericht gerade ein bisschen schon was gehört. Was halten Sie denn davon? Ist es wirklich ein probates Mittel, wenn die Leute zurückkehren müssen, zum Beispiel nach Nigeria, wie gesehen? Oder ist das eher so etwas, was vielleicht eine Zeit lang dann wirkt und dann wieder im Sande verläuft? Was halten Sie davon? Also ich finde, dass solche Rückkehrzentren sind wirklich verankert in einer Gesamtkonzeption, indem wir Fachkräftegewinnung in Nigeria, das heißt die Akteure, die in diesem Bereich sind, dass sie vernetzt werden, dass das erleichtert wird durch unsere Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die wirklich existiert. Aber bei der Umsetzung ist das nicht so, wie wir wollen, dass die Netzwerke sich dort wirklich bilden, dass wir dann eine Fachkräfteeinwanderung konkret umsetzen können im Interesse von Nigeria. Im Interesse von Deutschland. Jetzt sind Sie ja Bundestagsabgeordneter. Nun hören wir ja in Deutschland viel über dieses Thema Fachkräfteeinwanderung. Herr Diaby, wenn Sie das mal beschreiben würden, wo hakt es denn an der Stelle beispielsweise, was Fachkräfte aus Nigeria, wenn die nach Deutschland kommen wollen, was Fachkräfte von dort angeht? Ja, ich denke, dass wirklich die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes hatte Stolpersteine in dem bei der Visabeschaffung, aber auch die Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse. Dazu haben wir seit langem ein Gesetz. Und das wird nicht so schnell laufen oder läuft nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Ich denke, Digitalisierung ist zum Beispiel auch ein Problem. Also mit solchen Zentren, die wir jetzt haben, denke ich, dass die Akteure können dazu beitragen, dass mit den deutschen Behörden schneller in Verhandlungen kommen, dass die Menschen dann schneller auch den Weg finden, ihre Abschlüsse anerkennen zu lassen, dass sie auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in beidseitigem Interesse nutzen können. Also das ist ein ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss, bis es da Veränderungen geben kann und wird. Nun haben wir gerade Zahlen gehört zur Bevölkerungsentwicklung, gerade in Nigeria. Das ist ja geradezu eine Bevölkerungsexplosion, die dieses Land vermutlich bis 2050 durchlaufen wird. Was bedeutet das für Westafrika ganz speziell und was für Europa? Wird es da einen enormen Auswanderungsdruck, Migrationsdruck Richtung Europa gehen oder werden viele von diesen Menschen beispielsweise in Nigeria doch vor Ort bleiben und sagen, das ist das Land, was wir entwickeln wollen und müssen? Die Bevölkerungsentwicklung in der Sinne ist in dem Sinn nicht negativ per se. Meiner Meinung nach müssen dann die Bedingungen geschaffen werden, Rahmenbedingungen, wie jüngere Leute Perspektive bekommen, zum Beispiel Ausbildung. Wenn wir unsere duale Ausbildung, die wirklich ein Importschlage oder Exportschlage ist, wenn wir das wirklich mit den Ländern auch umsetzen können in der Kooperation, dann können wir viele, viele jüngere Leute Perspektive geben, dass sie Arbeit bekommen, dass sie auch vor Ort bleiben, dass sie ihre Zukunft dort gestalten können. Ich denke, das sind die Herausforderungen, die für uns stehen. Das ist für Nigeria wichtig, das ist für andere afrikanische Länder auch wichtig, aber auch für uns als Deutsche ist das unheimlich wichtig, für unsere Betriebe, die dann sagen, wir sind 5 vor 12, wir brauchen Fachkräfte. Jetzt sind Sie ja deutscher Bundestagsabgeordneter mit deutschem Pass, aber gebürtiger Senegalese und beobachten natürlich mit Ihrer Gruppe, also Westafrika-Gruppe im Bundestag, die Entwicklung sehr genau. Welche Rolle spielt denn jetzt konkret, um bei Nigeria zu bleiben, dieses Land, was die Stabilisierung der gesamten Region in Westafrika, Stichwort Entwicklung in Niger, angeht? Welche Rolle spielt da Nigeria?
Also Nigeria ist wirklich ein zentrales Land, also von Bedeutung her für die gesamte Afrika, aber auch für Westafrika. Ich denke, im Bereich Sicherheit gibt es ja sehr viel Kooperationen mit Europa, aber auch mit Deutschland spezifisch. In dieser Richtung ist es wichtig, dass ECOWAS gestärkt wird, dass regionale Organisationen allgemein auch gestärkt wird, dass wir die Länder, die momentan stabil sind, das zählt natürlich Nigeria, Ghana, aber auch andere westafrikanische Länder, die stabil sind, dass dieser Spillover-Effekt, also dass der Einfluss von Terrorismus aus den Ländern, wo Krisen gibt, dass das nicht überschlappt in diese anderen Länder. Das ist wichtig, dass wir als Europäer, als Politiker hier in Europa, dass wir mit unterstützen. Natürlich haben die Länder ihre eigenen Konzepte. Diese Konzepte sollen ernst genommen werden mit uns gemeinsam, dass wir für Sicherheit wirklich etwas machen können. Ja, und die Länder sollen uns auch ernst nehmen als möglichen, als potenziellen Abnehmer von Rohstoffen. Stichwort Wasserstoffgewinnung. Deutschland versucht sich ja da diverser aufzustellen und die Abhängigkeit zum Beispiel von Russland zu reduzieren. Auch da soll Nigeria eine große Rolle spielen als Wasserstofflieferant, natürlich auch als LNG-Gaslieferant. Aber ist das eine vernünftige Strategie, Herr Diaby, dass wir uns von solchen Ländern da möglicherweise dann doch wieder in eine Abhängigkeit begeben? Es ist absolut wichtig, dass wir die Partner, die wir haben, dass wir die noch vervielfältigen, dass wir noch mehr Partner gewinnen. Wir wissen, dass wir in einer Welt momentan sind, wo Unsicherheit, aber Instabilität in vielen anderen Ländern. Das heißt, wenn afrikanische Länder auch als Energiepartner gelten können, sollten wir diese Potenziale unbedingt nutzen. Es geht um erneuerbare Energien, es gibt also Wind, Solar, aber auch Wasserstoff. Die spielen eine ganz große Rolle. Ich denke, das sollten wir als Potenzial sehen. Und Deutschland als zuverlässiger Partner in Afrika, der gut angesehen ist, ist ein guter Partner für Wirtschaft, ein guter Partner für Energiekooperation mit afrikanischen Ländern. Ja, wir sollten diese Potenziale nutzen. Sagt Karamba Diaby von der SPD-Bundestagsfraktion, Vorsitzender der deutsch-westafrikanischen Parlamentariergruppe. Ich sage danke für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch nach Halle. Dankeschön.